Mein Slogan für dieses Jahr ist sozialdemokratisch vernetzt. Sozial deshalb, weil wir unsere Gesellschaft sozialer machen müssen. Es gibt immer Menschen, die sozial hinten abgehängt werden. Demokratisch, weil unsere Demokratie zeitweise in Gefahr ist. Man sieht es an der Wahlbeteiligung der Menschen, an dem Interesse an Politik oder an dem Schlechtreden von Politikern. Und vernetzt, ich möchte die Menschen zusammenbringen, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Ich möchte auch die Verwaltung zusammenbringen, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt, sodass man gemeinsam mehr erreicht, als übereinander zu reden. Also an sich geht es den Deutschen gut, das hört man auch aus allen Umfragen, auch die letzte Bürgerumfrage in Stuttgart ist sehr positiv und die ja auch die bundesweite Umfrage anbelangt. Aber ich mache mir Sorgen über zunehmende Gewalt verbal in den sozialen Medien und natürlich die sich dann auch endlich körperlich auch äußert. Und das kann nicht sein, da müssen wir gegensteuern und wir müssen auch ganz die rechten Argumente auch einfach den müssen wir argumentativ dagegen setzen, weil das nicht geht. Da mache ich mir echt Sorgen um diese Entwicklung. Ich möchte die öffentlichen Verkehre besser stärken. Wir sind da wirklich Entwicklungsland, das heißt die Mobilität auf öffentlichen Verkehren verbessern. Dazu habe ich auch den runden Tisch Verkehr gemacht und zum anderen brauchen wir auch Mobilität, was den Internetzugang anbelangt. Auch da haben wir viele, viele weiße Flecken, die für die Firmen und auch für unsere Menschen vor Ort essentiell sind. Das müssen wir dringend verbessern, dafür stehe ich dann auch. Es ist essentiell, wir brauchen die neuen Medien, allerdings haben wir natürlich hier vor Ort immer noch, was ich vorhin schon sagte, Funk und Breitband ist teilweise unterentwickelt, sodass ich nicht alle Leute erreiche, wenn ich nur über die sozialen Medien kommuniziere. Deswegen brauchen wir auch noch die klassischen Medien.